Hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64, der DS-Version. Ich könnte auch sagen, wir machen das Spiel nur so, bis ich Bowser besiegt habe. Natürlich unsinnig, aber könnte ich theoretisch machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der nächste Stern hier ist. Das angezeigt? Kurs 3. Darf ich mit dem Orden spielen? Okay. Was für eine bescheuerte Aussage, aber egal. Ich weiß nur, auf der Nintendo 64 Version waren die Sterne hatten einen anderen Namen. Die haben ein bisschen umgeändert, wie sie auch immer. Teilweise passt auch, ist der Name besser, aber teilweise muss man so sagen, wieso? So, jetzt reden wir mal mit ihm hier. Mache die Hololulu-Haubitze für dich bereit. Wieso auch immer Hololulu-Haubitze. Was auch immer. Na egal. Bereit zum Abschuss? Komm, hüpf hinein. Ja, schön. Stimmt, ich wüsste da theoretisch einen Stern, wo ich damit holen könnte. Ja, wie auch. Ach ja, die war die rote Münze. Komme ich da überhaupt hoch? Ja, ich vermute schon. Die Steuerung ist wieder so. Wenn man nach unten drückt, schwimmt man nach oben. Wow. Ich mag solche Spiele ehrlich gesagt nicht. Wo die Steuerung meiner Meinung nach verkehrt ist. Für mich soll oben nach unten sein. Ja, hier auch. Wenn ich jetzt nach unten drücke, geht er nach oben. So was. Irgendwie muss man hier sich... Ich glaube, es war da der eine. Ich weiß noch damals auf der Nintendo 64. Ich war so schlecht darin. Ja, ihr habt den Stern schon gesehen. Naja, egal. Wir gehen jedenfalls mal nach unten, spielen ein bisschen mit dem Aal. Ach ja, da gibt es ja auch noch einen Stern, aber den können wir, glaube ich, erst mit Wario oder so holen. Den hier. Hui! Ja, ich bin gerade durch ihn durchgeschwommen. Nice. Ach, ich dachte, man muss da nur hineinschwimmen. Also wenn ich jetzt versaufe noch, absaufe, naja. Wir haben es hinbekommen. Also ist alles gut. Speichern und beenden, nein. Danke. Ich finde dieses Stehen und Rennen so ein bisschen komisch. Ach ja, genau. Sobald man irgendwas macht. Das sagt er immer das. Ich weiß nicht wieso, aber egal. So, was haben wir denn als nächstes? Der Schatz in der Höhle. Ja gut, da muss man mehrere Truhen herausfinden. Welche man zuerst machen muss. Guten Morgen euch. Ja, dir auch guten Morgen euch. Nein. Also er wünscht all denen, wo das Video dann später auch anschaut, guten Morgen, oder? Naja, ich weiß eben, wie gesagt, nicht, wie viele Zuschauer es sind, weil das bei mir überhaupt nicht angezeigt wird. So. Einfach gegen das Schiff schwimmen. Wie komme ich da schon voran? Naja, irgend so ein Smiley. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. So die Augen... Naja. Kennst du Super Mario 64, die DS-Version? Stimmt, wir spielen hier eigentlich jetzt gerade nur immer Mario. Ich könnte auch Yoshi nehmen oder so. Juhu! Stimmt, da gibt es ja noch einige Dinge, die anders sind. Was? Zuerst die hintere, oder? Ja. Super, jetzt weiß ich nicht mehr. Weiter, vorne? Nee, vorne war es nicht. Da muss es ja links oder rechts sein. Okay. Hast wohl eine
Zeitreise gemacht. Hä, wieso? War das jetzt vorne oder hinten? Links. Oh. Ja, du meinst wegen Super Mario 64? Hm. Weil die DS-Version kam 2000... Ich weiß es gar nicht. 3 oder 5? Nee, 2003 war ja The Legend of Zelda The Wind Waker, wobei das 2002 in Japan rauskam, aber egal. Na, ich weiß gar nicht mehr, wann das Spiel genau rauskam. Auf dem DS. Ich spiele das übrigens über die Wii U, weil man kann sie ja im eShop kaufen. Und, naja, über die Wii U spielen. Übrigens kann man auch Safe State setzen. Sowas in der Art. Naja. Will ich jetzt nicht zeigen, sonst sieht das ganze Bild völlig falsch aus. Aber da oben war doch noch ein Leben, oder nicht? Genau. War eigentlich der nächste? War doch rote Münzen. Kann ich das schon holen? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier holen kann oder nicht. Ach, Schwindel in der Höhe. Genau, ich muss mich hinschießen. Ja. Und eine Zeitreise. Also ich spiele ja gerne ältere Spiele. Ehrlich gesagt. Ich habe ja auch gesagt, im ersten Video des Jahres, beziehungsweise was ich da für Videos machen werde, dass ich halt mehr Retro oder ältere Spiele machen will. Wow. Das war fast gut, aber nur fast. Ich weiß gar nicht, wie man die 100 Münzen hier am besten kriegt. Ich glaube, wir können auch mal aufs Schiff gehen, oder? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Eine Zeitreise machen? Ja, ich meine, für ein Spiel, das ich früher auf der Nintendo 64 gespielt habe... Wieso nicht? Ach, dann macht der Weitsprung viel zu weit. Naja, ist ja auch egal. Das heißt ja nicht umsonst Weitsprung. So. Aber ich glaube, ich habe hier eh viel zu viel Zeit. Haben die das noch verlängert? Konnte doch damals rein, oder geht das nur, wenn man den Stern ausgewählt hat? Ja, ja, kriegst du nur hier herum. Oder muss ich hier mit Wario hin? Das könnte natürlich auch sein. Naja, ich vermute, ich muss mit Wario hin. Weil manche Dinge kann man hier leider bei der DS-Version nicht so wie früher einfach so schnell einen Stern holen. So. Ist ja okay. Ich spiele ja auch noch Anno 16 bei oder Battlestar Online. Und so. War noch was. War nur ein Spaß mit der Zeitreise. Ja klar, war das nur ein Spaß. Ah. Ey, ich kann mich doch oben festhalten, oder nicht? Oder habe ich mich jetzt geirrt? Und muss mich genauso hinschießen, dass ich zum Stern komme. War doch früher festhalten, oder? Weil anders geht das ja gar nicht. Ja, wobei, die Plattform wird da schon angezeigt, aber da schieße ich mich ja viel zu weit. Ich weiß leider nicht, was Battlestar genau ist. Also von dem her... Jo. Ah, jetzt! Ja, toll. Es ist nur die Frage, wie wird er wohl springen? Ja gut, das geht nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Sprung einberechnen soll, bitte. Es wird wohl etwas länger dauern, wie der andere Stern da vorhin.
Gut, dort ist Mario nie gesprungen. Hier kriegt das hin. Oder muss ich auf den großen drauf, wo die Münze ist? Das sein? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Oh, das war zu tief. Naja. Aber wie gesagt, ich spiele auch gerne ältere Spiele. Ich hatte zwar dieses Spiel nie auf dem DS, aber jo, ich habe auch keinen DS, deswegen. Jo. Wow. Ach, dort ist ein Leben drauf. Okay. Weltraumspiel. Wird leider in 3 Monaten abgestellt. Ja, also ich kenne andere Spiele, wo man leider auch nicht mehr spielen kann, weil ja, der Server offline ging und das ist schon bedauerlich. Sieht so aus, als könnte man von hier einen Weitsprung machen, aber nur, es sieht so aus. Ja, dass es ein Weltraum-Shooter oder nee, ein Weltraumspiel sein kann, ist ja klar, ja. Nee, man kriegt hier überhaupt keinen Weitsprung hin, weil der überhaupt nicht springt. Und was heißt BSGO? Best Game Forever? Nee. Ich weiß, das sind andere Buchstaben, aber... Ach ja, das gab's ja auch noch. Hä? Und ich mich dann... Hä, seit wann kann er denn bitte schön schlagen hier? Ah, jetzt. Ja, ist toll. Ach, Battlestar Galactica. So, jetzt, das sagt mir natürlich was. Also, ich meine, Battlestar Galactica sagt mir schon was. Hä? Aber ist das Spiel schon alt? Ja gut, was heißt alt, oder? Das ist immer so die Frage. Ja gut. Theoretisch gibt es das ja auch schon länger, sehr wahrscheinlich. Das heißt 1008, okay. Ja gut. Tut mir leid, ich finde das jetzt nicht alt, aber egal, da kam etwa die PlayStation 3 raus, oder? Ein bisschen früher, glaube ich sogar. Also die meisten Spiele, die ich habe von der PlayStation 3, sind dann rausgekommen. Von dem her, alt finde ich jetzt das nicht. Aber ja, eben, wie gesagt, ist Ansichtssache ein bisschen. Stimmt, das können wir aktivieren, aber wir kommen da nicht durch. Ja. Das war erstes 3D-Bowser-Game. Ach, du meinst jetzt Super Mario 64. Natürlich war das das erste. In 3D. Die 3DS-Version ist dann einfach noch... ja, die haben hier ein bisschen noch was verändert. Da kann man eben, wie gesagt, eigentlich Yoshi, Luigi, Mario und Wario spielen. Früher gab es ja nur, dass du Mario gespielt hast und... ja, das war's. Außerdem haben die da auch was verändert von den Items und so, und es gibt extra Level, die es früher, also extra Level, ja doch, Level, die es früher nicht gab.
Und es muss ja eine Möglichkeit geben, um die Charaktere freizuschalten. Deswegen haben die da unterschiedliche Level noch eingebaut. So. Das ist eine rote Münze. Ich mache übrigens gerade den roten Münzstern, wenn es irgendwie geht. Und die 100 Münzen. Nur die Frage, wo sonst die roten Münzen sind. Ach, da ist einer in der Luft, stimmt. Also Luft, ja. In der Oberfläche, oder weiter oben. Der nicht? Ah, ja, stimmt. Oh, dann habe ich ja schon die 8. Aber die 100 Münzen, kriege ich die auch noch hin? Buah. Naja. Was mache ich hier denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Stern spawnt. Aber ich will jetzt behaupten, auf da vorne irgendwo. Deswegen mache ich hier mal zuerst die Münzen, die ich hier kriege. Ja, ein einfacher Sprung tut's ja auch. Also echt. Toll, und wie kriege ich jetzt noch 23 Münzen? Ach, da unten gibt es noch Münzkampel. So, dann brauchen wir da noch ungefähr 20, also 19 eigentlich. Ah. Aber wobei, wir haben ja noch eine rote Münze, das gäbe auch noch 2. Hm. Dann noch 17 Münzen. Okay, da gibt es noch ein paar Gumbas. Und das gibt ja auch noch ein Block. Aber wie kriege ich denn die... Wo kriege ich denn die andere... Ah, nee. Blauer Schalter. Ich blöde ja. Früher gab es, glaube ich, noch einen blauen Schalter unten. Heute gibt es den halt nicht mehr. Ah. Wo spawnen die? Ich glaube, hier auf der Fläche, oder? Nee, ins Wasser hinein. Ja, gut, passt ja. Juhu, noch eine Münze mehr. So. Ja. Hier muss man wenigstens gerade nicht per Touch speichern, weil sonst fragt er ja jedes Mal speichern und beenden oder abbrechen, wenn man das Level verlässt, sage ich mal so, wenn man einen Stern bekommen hat. Ja, ich sollte wohl noch die Renntaste drücken. Ach, das haben sie übrigens auch noch ziemlich verändert eben. Früher musste man das gar nicht drücken. Gibt es immer noch eine Taste, um rennen zu müssen. Ah, jo. Und wenn er sich dann mal festhalten würde und die Kamera auch noch mitdrehen würde. Na. Mario. Ah ja, gut. Bin halt auch blöd. Kann einfach so hochrennen. Ach, die spawnt auf dem Schiff. Naja, gut. Dann nochmal zum Schiff. Ab zum Schiff. Ach, übrigens wäre das Spiel nicht widescreen. Darum sieht es vielleicht je nachdem ein bisschen komisch aus. Also kein... Es wäre kein 16:9 Format. Ah. Das hat jetzt niemand gesehen, oder? Also ist mir jetzt nicht tatsächlich passiert. Ja gut, das ist Mario, das passiert mir immer. Ich kriege alles hin. Auch das, was nicht gehen sollte. Naja, wie gesagt, eben die Steuerung ist eigentlich so, dass...
bei der DS-Version mit Steuerkreuz gespielt wird. Also ich könnte hier auch mit Steuerkreuz herumlaufen. Und deswegen ist das Laufen auch ziemlich ungenau. Ich weiß gar nicht, wie es früher war, aber ich glaube, so ungenau war es jetzt auch nicht. Ja, liebe Leute, an der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario 64, der DS-Version. Also macht's gut und tschüss!